Was würde ich eigentlich machen, wenn ich Bundeskanzler wäre? Oh, nee, ey. Also, im Prinzip eigentlich genau das gleiche wie immer. Prost! 10 Dinge, die ich ändern würde, wenn ich Bundeskanzler wäre. Erstens. Ich würde das Gehalt der Politiker auf ein relativ normales Gehalt kürzen. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass die Politiker dafür, dass sie einfach, naja, ein bisschen heiße Luft produzieren, sich einen Porsche als Zweitwagen leisten können. Ich meine, bei dem Gehalt würde ich auch gern Politiker werden, ein bisschen drumrum reden und tada, ich bin reich. Nein, mal im Ernst, auch ein Politiker ist ein Job wie jeder andere und deswegen finde ich, ein Politiker sollte in etwa gleich viel verdienen, wie Otto Normalverbraucher das tut. Das Problem ist nur, dass der Bundestag das niemals beschließen würde. Ich meine, wer beschließt gerne, dass er selber weniger verdient? Zweitens. Ich würde den Jediismus als offizielle Religion zulassen. Ich meine, fuck yeah, Jedis sind geil. Am besten, ich passe auch gleich noch die deutsche Grammatik an. Jeder dann sprechen wie Yoda muss. Mhm. Drittens. Ich würde eine Transparenzpflicht für die momentane, aber auch für alle kommenden Regierungen einführen. Alle größeren Geldgeschäfte, vor allem auch die von den großen Politikern privat, müssen genau mitprotokolliert werden und auch im Nachhinein noch nachvollziehbar sein. Schlicht und einfach, um dem vorzubeugen, dass die großen Firmen mit ein bisschen Geld in der Tasche einfach in der Lage sind, sich die ganzen Politiker zu kaufen. Und wehe, irgendjemand von euch behauptet jetzt, das würden die lieben Politiker doch niemals tun, sich kaufen lassen. In Deutschland doch nicht, wir sind ein Rechtsstaat. Ja klar. Viertens. Ich würde den offiziellen Der Mauch-Diss-Tag einführen. An dem Tag müssten alle, die dem guten Herrn Mauch begegnen, ihn so hart dissen wie nur möglich. Und im Radio und im Fernsehen läuft an dem Tag am besten nur mein Diss-Track gegen ihn. Wer den noch nicht kennt, Link ist in der Beschreibung. Und die Zeitungen müssten lange Artikel drüber schreiben, wie viel cooler Vogelflug doch ist. Ach, das wäre schön. Am besten machen wir den gleich mehrmals im Jahr, so irgendwie 365 Mal. Na gut, ich will mal nicht so sein, 364 Mal reicht auch. Fünftens. Ich würde der Geheimdienstkontrollbehörde einmal kräftig in den Hintern treten. Ich meine, ich verstehe ja, dass das, was ein Geheimdienst macht, geheim ist, sonst wird der nicht so heißen. Aber trotzdem muss auch ein Geheimdienst irgendwo kontrolliert werden, denn sonst passiert genau so ein Scheiß wie Prism oder Tempora. Womit der deutsche Geheimdienst natürlich nichts zu tun hatte. Beziehungsweise die SPD ist schuld dran. Genau, liebe CDU, das glaubst du doch selber nicht. Sechstens. Er hat Sex gesagt. Wie wär's mit kostenlosem Kaffee für alle? Also nicht so popliger Aldi-Kaffee, sondern richtig schön guter, fair gehandelter Eine-Weltladen-Kaffee. Finanziert aus Steuergeldern. Das wäre mal was Sinnvolles, wofür man die Steuergelder einsetzen könnte. Siebtens. Ich würde das Wahlsystem ein wenig umkrempeln. Man sollte sich bei den Wahlen nicht mehr auf eine Partei fixieren müssen. Stattdessen wäre ich für ein System, ähnlich dem Wahl-O-Mat, den es ja im Internet gibt, wo man eine Liste an gerade aktuellen Themen abarbeitet und da, ja, seine Meinung zu diesen Themen angibt. Und anhand der Antworten, die man gibt, wird dann ganz automatisch die Partei herausgesucht, die am besten zu einem passt. Damit hätte man endlich mal diese Gewohnheitswähler rausgefiltert, von denen es in Deutschland meiner Meinung nach viel zu viele gibt. Die gar nicht mehr schauen, wofür eine Partei steht, sondern die rein aus Gewohnheit alle 4 Jahre bei derselben Partei ihr Kreuzchen setzen. Ich meine, ist ja nicht so, dass ich die Besetzung einer Partei ändern kann und damit aus einer Partei, die mal eine ziemlich gute Partei war, irgendwann eine absolut beschissene Partei wird. Achtens. Ich würde in der Schule Minecraft als Unterrichtsfach einführen. So, 4 Stunden die Woche in der Schule Minecraft spielen. Ich glaube, das wird die Kreativität einiger Schüler ungemein fördern. Neuntens. Ich würde so schnell als sinnvollerweise möglich sämtliche deutschen Atomkraftwerke endlich mal abschalten. Das ist sowieso schon viel zu lange überfällig. Und mir völlig scheißegal, was mir die Atomlobby dafür in den Arsch schieben würde, dass ich das noch ein paar Jahre verschiebe. Ich würde das durchsetzen. Das ist mir völlig Bums-Banane. Und wehe, da kommt jetzt irgendeiner online von wegen Mimimi, dann müssten wir Atomstrom aus Frankreich importieren. Das ist totaler Bullshit. Würde man mehr in erneuerbare Energien investieren, dann könnte man in einigen Jahren Deutschland so ziemlich komplett aus erneuerbaren Energien versorgen.
Außerdem gibt es ja zum Beispiel noch Wasserkraftstrom aus Norwegen, den man eigentlich relativ kostengünstig importieren könnte, was aber im Moment nicht zugelassen wird, weshalb auch immer. And last but not least, number 10. Man sollte einen regelmäßigen Eignungstest für Lehrer einführen. Also dass Lehrer so, naja, sagen wir mal, alle 3 bis 4 Jahre einen Eignungstest machen müssen, ob sie überhaupt noch als Lehrer tauglich sind. Nichts gegen meine momentanen Lehrer, die sind, glaube ich, echt alle ausnahmslos ziemlich cool. Aber gerade an meiner alten Schule habe ich einige Lehrer erlebt, die, naja, sagen wir mal, freundlich ausgedrückt, völlig unfähig waren. Und das ist eigentlich total schade, weil das macht einem einige Fächer, die sonst vielleicht ganz cool wären, total kaputt. Und in einigen Fächern leidet man dann auch in den höheren Klassen drunter, wenn man davor einfach irgendwie so ein Bachdepp als Lehrer hatte und einem sämtliche Grundlagen fehlen. Yo, das waren die 10 Dinge, die ich tun würde, wenn ich Bundeskanzler wäre. Also Bundeskanzler irgendwie so mit Diktatorrechten oder so. Ich würde das alles beschließen. Okay, ich weiß, da waren jetzt auch so ein paar schwachsinnige Sachen dabei, die auch nicht so ganz ernst gemeint waren. Gebe ich ja zu. Aber jetzt mal ernsthaft. Bald sind wieder Bundestagswahlen und wir als Bürger haben die Möglichkeit zu bestimmen, welcher Bachdepp in Zukunft unser Land lenken soll. Und diese Möglichkeit sollten wir uns nicht entgehen lassen, weil es gibt genügend Bachdeppen in der Politik. Klingonisch ist aber so. Und deswegen hiermit mein Aufruf an alle von euch, die schon wählen gehen dürfen, nutzt diese Möglichkeit. Jeder, der nicht wählen geht, gibt seine Stimme indirekt irgendwo der stärksten Partei. Aber darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen, dazu wird es hier auf dem Kanal bei Gelegenheit noch ein weiteres Video geben. Ach, und bitte, 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 bitte informiert euch, bevor ihr euer Kreuz einfach irgendeiner Partei gebt. Da ich aber weiß, dass ich als YouTuber auch irgendwo so eine gewisse Vorbildsfunktion habe, möchte ich euch an dieser Stelle jetzt nicht sagen, ey, guck mal, die da könnt ihr wählen und die auf gar keinen Fall. Aber was ich euch auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich bei der diesjährigen Bundestagswahl die Piraten wählen werde. Nicht, weil ich glaube, dass die Piraten tatsächlich irgendwie große Chancen hätten, tatsächlich an der Regierung mitzuwirken, sondern weil ich es unglaublich wichtig finde, dass die Piraten in die Opposition kommen. Denn ich bin der Meinung, die Piraten könnten den Regierungsparteien aus der Opposition heraus manchmal ganz schön kräftig in den Hintern treten, wenn die mal wieder Scheiße bauen. Und vor allem hier zitiere ich jetzt mal einen Piraten, den ich mal an einem Infostand getroffen habe, fängt den anderen Parteien das Arschwasser an zu kochen, wenn die Piraten über die 5%-Hürde kommen. Aber wie gesagt, das Ganze ist nur meine persönliche Meinung und ich möchte auf gar keinen Fall eure Entscheidung, wen ihr letztendlich wählen geht, irgendwie beeinflussen. Aber was mich mal interessieren würde, sind die folgenden 2 Dinge. Erstens, was würdet ihr denn alles beschließen, wenn ihr Bundeskanzler mit Diktatorrechten wärt? Und zweitens, wen werdet ihr bei der diesjährigen Bundestagswahl wählen und vor allem warum? Und wenn ihr noch nicht wählen gehen dürft, dann wen würdet ihr wählen, wenn ihr denn schon wählen dürftet? Haut mir das Ganze doch einfach mal da unten völlig frei und ungeschönt in die Kommentare. Mal schauen, vielleicht ergibt sich so ein bisschen Diskussion. Jo, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben da. Und da die YouTube-Community dazu neigt, sich zu beschweren, wenn man das nicht extra dazu sagt, wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt mir doch bitte ein Däumchen nach unten. Einfach damit ich unterscheiden kann, was gefällt euch und was findet ihr scheiße. Wobei, ihr seid eigentlich alle ziemlich episch, deswegen glaube ich nicht, dass sich jemand von euch beschwert hätte. Aber man weiß nie. Überhaupt mache ich das, glaube ich, viel zu selten. Fette, fette Props an meine Abonnenten, ihr seid ein ziemlich geiler Haufen. Und wer sich noch nicht zu diesem geilen Haufen dazuzählen kann, der ist an dieser Stelle natürlich wie üblich ganz herzlich dazu eingeladen, dieses kleine gelbe Knöpfchen da direkt unter mir zu drücken. Dann verpasst du in Zukunft nichts mehr, was auf meinem Kanal so abgeht. Oh, und checkt doch mal meine neue Webseite aus. Die ist zu erreichen unter vogelflug.de und ja, ich bin sehr gespannt, wie euch die gefällt. Ist zum Teil noch etwas unvollständig, das gebe ich zu, aber das werde ich bei Gelegenheit ändern. Worum es mir aber vor allem geht, ist um Feedback, wie ihr das Design findet. Da ich die Seite nämlich komplett selber geschrieben habe, brauche ich da einfach dieses Feedback, um zu wissen, ob ihr die Seite total geil oder völlig beschissen findet. Yo, da oben geht's zu meinem Video von letzter Woche. Das ist mein Reisebericht von der Gamescom und vom Video Day. Das war auf jeden Fall ziemlich episch. Da war ich mit ein paar anderen YouTubern und auch ansonsten ein paar normalen Menschen unterwegs. Das war sehr cool. Und da unten geht es zu einem Video von den Space Frogs, die mich überhaupt erst auf die Idee für dieses Video hier gebracht haben. Die haben nämlich auch ein Video gemacht, was sie tun würden, wenn sie denn Bundeskanzler wären. Also beide gleichzeitig Bundeskanzler in einer Person.
Whatever, schaut euch das Ganze auf jeden Fall mal an. Naja, und was gibt's dann noch von mir? Richtig, the very, very best wishes for you. Wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Wobei, das ist gelogen. Es kommt ja diese Woche nochmal was.